Hier ist Sunny Miri von fettspielen.de und ich spiele heute für euch My Sunny Resort. Ja, ich werde jetzt erstmal meinen Gratis-Booster, meinen täglichen Gratis-Booster abholen und ich habe auch neue Freunde. Sarah9436 hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt, die werde ich natürlich auch annehmen. Ja, das mache ich. Sasi100 hat mir ebenfalls eine Freundschaftsanfrage geschickt. Oh, ich kriege hier richtig viele Freundschaftsanfragen heute. YoProGamer hat mir auch eine Freundschaftsanfrage und Cookie. Kriege ich noch eine? Luisien? Hui, wie viele sind es denn? Ah ja, okay, das waren jetzt glaube ich 5 oder 6 Stück. Deine Gäste haben 162 Attraktionen besucht. Wow, das kennt schon viel. Du hast dafür 405 Erfahrungspunkte erhalten. Stell Resorthelfer ein, um während deiner Abwesenheit mehr Erfahrungspunkte zu sammeln. Ja, ich habe das letzte Mal meine ersten Resorthelfer eingestellt, beziehungsweise meine ersten Arbeiter auf der Insel. Du hast deine E-Mail verifiziert und erhältst dafür folgende Belohnung: 2500 Hotel-Dollar. Heute geht's richtig ab. Jetzt werde ich hier noch meinen Bronze-Pack-Booster öffnen. Und das letzte Mal habe ich ja auch meinen Bonus eingelöst, aber ich gucke mir jetzt mal an, was ich damit anfangen kann mit dem Bonus. Ich habe auf jeden Fall mal Bett einfach Teil, das zweite Teil bekommen. Genau, dann Frangipani-Beet Rot Teil 2. Und was gibt es noch? Strandgrasbusch, den habe ich komplett bekommen. Und eine Karte darf ich noch aufdecken, die hier unten nehmen wir da. Teppich mit Sitzkissen. Oh, der sieht aber gemütlich aus. Dann machen wir nochmal Karten einlösen und dann schaue ich mal, ob ich jetzt irgendwas freigeschaltet. Genau, Strandgrasbusch, den kann ich pflanzen. Und da möchten auch schon einige abreißen, wenn ich das richtig sehe. Und hier ist ganz schön viel los. Man sieht, ich war wieder eine Woche nicht da. Übrigens, wenn ihr mal das coole Game auch spielen möchtet, findet den Link zum Spiel in der Anmerkung, aber auch in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr das Ganze kostenlos auf fettspielen.de spielen. So, dann machen wir das mal. Moment. Hui. So, hier und da. Erstmal ein bisschen gießen, genau. Die wollen abreisen. Sie hatten einen tollen Urlaub, die zwei Damen. Das war die eine, glaube ich, die auch dieses Disco haben wollte. So, dann wird das Bungalow, der Bungalow natürlich gereinigt. Dann habe ich hier einen Donut produziert in der Zwischenzeit. Also, es ist sehr viel passiert in der Zwischenzeit, wo ich nicht da war. Ich muss ja mal meine Pflanzen gießen. Nicht, dass die vertrocknen bei der Hitze auf meiner Insel. Das wäre nicht so toll. Und vielleicht sollte ich auch mal einen Gärtner oder sowas einstellen. Das würde mir, glaube ich, auch weiterhelfen. Damit ich mich dann nicht drum kümmern muss, wenn ich jedes Mal einchecke, sozusagen auf meiner Hotel, auf meinem Strandresort. In meinem Strandresort, Beach Resort. So, die möchte abreisen und sie hatte auch einen tollen Urlaub. Wie viel Geld hat sie aus? Wow. Ey, bei vielen verdient man richtig Kohle mit diesen ganzen Gästen. Die schmeißen ihr Geld nur zum Fenster raus. Aber wer ist so nicht im Urlaub, ne? Also da möchte man natürlich auch was für sein Geld bekommen und nicht immer nur aufs Geld achten müssen, sondern auch mal einfach Geld zum Fenster rausschmeißen. Ja, warum nicht einfach sinnlos Geld zum Fenster rausschmeißen? Wenn man es hat, dann macht man das im Urlaub. So, hier, der muss auch gereinigt werden. Die werden jetzt alle gereinigt. Dann muss ich ja noch ein bisschen gießen. Am Pool, meinen ersten Wasserball produziert. Und da kann ich jetzt, glaube ich, auch schon das nächste Teil produzieren. Ne? Was kann ich hier nochmal im Gebäude entfernen? Genau, produzieren. Und da werde ich mal einen Wasserball produzieren. Ich habe jetzt schon einen gemacht. Genau, es dauert immer 5 Minuten. Und hier kann ich natürlich auch was bei der Snackbar, ein Donut produzieren. Wie ist das eigentlich mit diesen anderen Sachen? Kann man die kaufen? Das muss ich mal noch rausfinden. So, also ich gucke mir jetzt erstmal hier noch mein paar Quests an, die sich hier neu ergeben haben. Weise 5 Gästegruppen einen Bungalow zu. Ja, das mache ich jetzt. Dann nehme ich mal hier, empfange ich euch herzlich auf meiner Miri-Insel sozusagen. Sunny Miri-Insel. Neue Gäste empfangen. Ja, dann werde ich dir mal den mal einen Bungalow anbieten. Ich nehme mal an, dass hier unten rechts, das müsste eigentlich schon frei sein und wieder sauber, genau. Das hier wurde, dieses Geröll oder diese Steine wurde in der Zwischenzeit auch entfernt, wo ich nicht da war. Also ihr seht, es ist wirklich sehr viel passiert hier, ja. So, hier, das ist fertig. Habe ich jetzt alles? Hier, was ist da? Sie möchte gerne in die Sonne. Ja, wer möchte das nicht? Ich würde jetzt auch gerne am Strand liegen, mich so ein bisschen sonnen. okay, das hat nicht funktioniert. Ach so, an Pool muss ich sie, glaube ich, machen. Oder? Sie möchte auf jeden Fall hier eine... Nee, er möchte eine Sonnenbrille. Dann mach das mal. Produktion starten. In der Open-Air-Disco kann ich die starten. Und sie wollte doch jetzt hier... Ach, wollte sie hier hin? Das kleine Mädchen will in die Disco? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay. Ja, die kommt doch da überhaupt noch nicht rein. So, und sie hier möchte abreisen, wenn ich das richtig sehe. Oder er? Wer war das? Ich habe es nicht genau gesehen. 657 Hotel-Dollar gab es dafür. Und jetzt werde ich mal noch meine anderen
Hotelgäste einchecken lassen, dass sie nicht mehr so lange warten müssen da an der Rezeption, weil das ist ja schlecht für den Service, ne? Ist ja klar, wer weiß es nicht. Bungalow anbieten, das ist so ein bisschen so ein Rentnertreff, würde ich sagen. Also zwei ältere Herren und eine ältere Dame. Ja, dann würde ich mal sagen, der hier, der wollte in die Snackbar, oder? Ja. Da. Nee, achso, sie wollte einen Donut. Genau, einen Donut habe ich ja produziert. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, Donut ist produziert und hier, das ist auch fertig gereinigt. Also meine Putzfrauen, die sind echt, die haben so, glaube ich, so einen Turbo-Wischmopp, ja. Die können ja wirklich innerhalb Sekunden durchwischen. Und jetzt muss ich mal hier auf meinen... Ah nee, Moment, ich habe ja noch Gäste hier. Da habe ich ja ganz vergessen, vor lauter Stress im Beach Resort. Bungalow anbieten. Das hier ist eine Lady-Gruppe und die kommen jetzt hier hin. Und dann habe ich hier noch einen einzelnen Herrn. Der wird aber seine Familie wahrscheinlich im Schlepptau haben. Genau, seine Frau und sein Kind. Und ich habe ja noch einen freien Bungalow. Der kommt hier hin. So, das ist dein Urlaubsparadies auf meiner Insel. Und ja, jetzt gucke ich mal, wenn ich jetzt hier drauf gehe. Da müsste ich jetzt nämlich neue Mitarbeiter einstellen können. Und ich sollte vielleicht mal einen Gärtner. Oh, das kostet mich 5 Muscheln und ich habe nur 6. Jetzt die Frage. Page, Reinigungskraft, Resort Manager. Wahrscheinlich eine Resort Managerin. Aber ich meine, da hätte ich auch schon eine eingestellt. Oder erinnere ich mich da falsch? Naja, schauen wir erstmal hier links. Beantworte 10 Gästeanfragen. So, ich habe jetzt eine von 10 beantwortet. Das war echt ultra viel. Zack, die Bedürfnisse. Die sind immer schnell erledigt. Die anderen Sachen müssen, glaube ich, alle erst noch produziert werden. Der hier möchte was zu essen. Das soll er auch bekommen. Soll ja nicht verhungern hier im Urlaub. Das wäre nichts, ne? Der kommt in die Snackbar. Ab mit dir. Und was ist hier unten? Sie möchte, wenn ich das richtig sehe, an den Swimmingpool, ne? Oder? Nee, achso, ist alles belegt. Sie kann gerade nicht dahin. Okay, dann muss ich jetzt hier hin. Absetzen. Und dann schauen wir mal hier. Pflanze 3 neue Blumen. Oh, das müsste ich doch hinbekommen. Da kaufe ich mal hier die Frangipani, das Frangipani-Beet. 1, 2, 3. Gleich 3-mal. Und werde das jetzt hier zur Palme. Mache ich das? Ja, da passt das doch gut hin. Achso, die sind ja hier unten. Zack. Und einmal dahin. Einmal. Ups, da ist kein Platz. Einmal hier hin. Ja, zack. Und einmal dahin. So, diese Quest haben wir erledigt. Pflanze 3 neue Blumen. Also es wird so ein richtig Gartenparadies hier bei mir. Und dann eine Kokospalme. Muss natürlich auch hier hin, weil was verbindet man mehr als eine Kokospalme mit dem Urlaub? Eine Kokospalme natürlich. Liebe Spieler, während da oben bitter besteht die Möglichkeit, unsere Muscheln, okay, im Payment Shop. Da werde ich vielleicht später mal vorbeischauen. Und ja, jetzt bekomme ich wieder einiges an Werbung eingeblendet. Oh, hier, Level Up. Du bist schon von Level 8 auf Level 9 aufgestiegen. Wow, in 4 Let's Plays bis zu Level 9. Folgende Objekte wurden im Shop freigeschaltet. Ein kleinen Teppich, eine Wand Naturstein fein, ein Mangobaum. Oh, ich liebe ja Mangos. Oh, geil. Mango Tango. Umkleidekabine offen, ja, damit auch jeder schön reingucken kann. Und eine Rezeption für den Strand. Ja, dann schauen wir mal. Es wäre toll, wenn es einen Mangobaum gäbe. Er spendet nicht nur Schatten, sondern auch süße Früchte. Ja, also Mangobäume sind echt toll. Ich hätte jetzt auch gerne Mango. So, Mangos? Mögt ihr Mangos? Schreibt mir das mal unter das Video, ob ihr Mangos mögt. Also ich finde ja Mangos sehr lecker. Ja, ich muss hier oben genau in den Shop besuchen und werde jetzt meinen ersten Mango-Mandelbaum. Orangen, wo ist denn der Mangobaum? Ach hier, ja genau, neu, steht ja auch extra da. Ich habe es mal wieder übersehen. Boah, das ist ganz schön teuer, der Mangobaum. Aber Mangos sind natürlich auch tolle Früchte, ja. Die kosten auch ihren Preis. Immer. So, der kommt jetzt hier hin. Schön bei der Rezeption in der Nähe, damit vielleicht ein paar Mangos runterfallen. Eventuell auch auf die Besucher. Nein, Spaß. Ich liebe Mangos, ja, ich auch. Ich lege mich gleich unter die Bäume und warte, bis sie reif sind. Oh ja, das könnte jetzt echt gefährlich werden, wenn sie sich unter die Bäume legt, wie ich das eben schon gesagt habe. Also wenn dann eine Frucht reif ist und die vielleicht abfällt, dann direkt auf den Kopf. Ich möchte hier keinen Todesfall in meinem Beach Resort. Das würde sich nicht gut machen, ja. Also sowohl für sie nicht, als auch für mein Hotel nicht, als auch für mein Image nicht. Und jetzt gucken wir mal hier. Genau, 3 Gästeanfragen habe ich. Weise 5, da fehlt noch einer. Pflanze 3 neue Blumen, das habe ich doch schon gemacht, oder?
Muss ich nochmal 3 neue Blumen pflanzen? Okay, da gucken wir mal. Und ich habe keine gepflanzt irgendwie. Ach, weil ich Frangipani-Beet gekauft habe, oder was? Ist das keine Blume? So, okay, dann gehe ich nochmal in den Shop und gucke mal, ob das wirklich keine Blume ist. Aber das ist doch eine Pflanze, oder? Vielleicht muss ich auch so ein Hibiskusbeet oder so machen. Blumenbecken. Nee, das sind doch Blumen. Ja. Oder hier. Ah, nein. Oh, hier ist die Umkleide, die neue offene Umkleidekabine, die ich eben erworben habe. Meine Sandburg, die müsste ja auch noch am Strand stehen. Und einen Sandkasten habe ich sogar auch. Oh, ich möchte jetzt einen Sandkasten bauen. Im Sandkastenmodus sozusagen befinde ich mich. Ja, habe ich den jetzt gekauft? Weiß ich gar nicht. Nee, habe ich nicht. Dann gucke ich nochmal. Aber da gibt es auch voll die verrückten Sachen im Shop, ne? Hocker, was gibt es da noch? Liege. Dann gucken wir mal hier bei Brunnen kann man sogar, ah genau, Teppich klein, ah nee, genau, Dekoration ist das. Der Brunnen steht für die Dekoration, dann habe ich hier, da habe ich leider noch nicht so viel freischalter. Ich bin ja auch erst Level 9, also man muss sich da so ein bisschen hochhalten. Ich habe auf jeden Fall diesen Strandbedarfsshop, den werde ich jetzt bauen, ja. Der muss auf jeden Fall hier hin. Habe ich den nicht schon gebaut? Ach so, das ist ja der schon. Oh, jetzt habe ich ihn doppelt, ich bin, naja. Kann nicht schaden, oder? Was meint ihr? Zweimal ein Strandbedarfsshop. So um die Kneipe rum, um die Open-Air-Disco, da kann das nicht schaden. So, dann schauen wir mal, wie es meinen Gästen geht. Was sie hier... Ups, wo habe ich denn jetzt drauf geklickt? Ach, auf den Bungalow. Sie möchte an den Swimmingpool, aber ich weiß gar nicht, ob da ein Platz frei ist. Vielleicht sollte ich mal mich darum bemühen, einen zweiten Swimmingpool zu bauen. Das wäre vielleicht ganz nett, ja. Ja, das ist eine gute Idee. Und dann schaue ich mal, wie viel der Swimmingpool denn kostet. Ich hoffe natürlich nicht so viel, damit ich mir auch leisten kann. Wo war denn nochmal? Ah, hier. Pool einfach. Ja, das. Oh, ich, ja, Open-Air-Disco habe ich schon. Aber wir wollen jetzt noch einen Pool. Zack. Ein Pool gekauft. Und der muss jetzt natürlich auch hier noch irgendwo hin. Oh, Moment. Der Wasserball ist fertig produziert und hier die Sonnenbrille. Und da werden wir gleich eine neue Produktion starten, und zwar die Luftballons. Yes. Luftballons. Und hier machen wir nochmal die Wasserbälle, glaube ich. Ja. Also Wasserbälle für alle. Gratis Wasserbälle. So, dann schauen wir doch mal. Sie hier wollte nämlich, nee, er wollte eine Sonnenbrille haben. Und die habe ich ja eben produziert, also klappt das, ja. Donut ist auch fertig. Dann schaue ich mal, ob jemand einen Donut wollte. Oh, ich sehe jetzt niemanden, der einen Donut wollte. Doch, hier. Da, die ältere Dame wollte einen Donut haben. Ich hätte auch gern jetzt einen Donut. Mal schauen, ob ich noch einen freien... Ja, ich habe noch einen freien Bungalow scheinbar. Hier ist noch einer frei. Die können hier rein. Zack, und dann müsste ich jetzt auch meine Quest erfüllt haben. Genau, weise 5 Gästegruppen einen Bungalow zu. 750 XP gab das. Super. Und mein Pool, der muss jetzt hier auch noch irgendwie in Strandnähe platziert werden. Und ich glaube, ich muss dann auch mal vielleicht im nächsten Let's Play gucken, dass ich noch ein bisschen mehr Platz auf meiner Insel bekomme, damit ich noch ein paar mehr Sachen bauen kann. Weil ich glaube, der Pool, der passt hier jetzt gar nicht mehr hin, wegen dem ganzen Geröll, was hier rumliegt. Oder? Ah, nee, da, ja, das... Jetzt habe ich einen Pool gekauft, kann ihn aber nicht bauen. Ha, das war ganz schlau, Miriam. Okay, dann machen wir das hier weg. Den werde ich jetzt entfernen. Für 320, ja genau, das dauert einen kleinen Moment, aber nächstes Mal müsste der dann weg sein. Und jetzt gehe ich mal hier noch zur Resort-Managerin. Genau, das habe ich gemacht. Ich habe jetzt einen Mango-Tango-Baum. Mango, oh geil, ey. Ich habe jetzt richtig Bock auf Mangos bekommen. Ja. Mögt ihr Mangos? Also ich möchte das jetzt gerne mal wissen. Ich hoffe, die Frau ist noch nicht gestorben, die sich hier unter dem Mango-Baum gelegt hat. Ich möchte jetzt aber jemanden einstellen. So, ich muss jetzt mal hier gucken. Ein Gärtner. Nee, Resort Managerin. Ja, die mache ich. Oder habe ich da schon eine? Nee, habe ich noch nicht. So, 5 Bewerbung gilt noch. Ja, Resort Manager Level 1. Wen nehmen wir denn da? Ich würde sagen, die erste, die sieht eigentlich die Claudia Conde oder Amanda Böhm oder Carla Schumacher. Wir nehmen Claudia Conde. Ja. Wir möchten sie einstellen und ich habe eine neue Resort Managerin. Ja, die sich hier um alles kümmert, wenn ich abwesend bin, während meiner Abwesenheit. So ist sie sozusagen die Chefin von meinem Beach Resort. Und hier unten sieht man ja auch immer, wie viele Besucher, genau wie viele Gäste man gerade hat. Und Arbeiter habe ich 5 Stück. Also ich habe sozusagen pro 3 Besucher einen Arbeiter. Ich denke, das ist ganz okay. Aber der Mann, der hier steht, ja, den muss ich leider ablehnen mit seiner Familie. Tut mir leid, reise ein bisschen weiter. Wenn du so spontan kommst, dann musst du ein bisschen früher buchen, ja, vielleicht den Frühbucherrabatt sichern.
Und dann kannst du auch in meinem Bungalow wohnen, in einem meiner Bungalows. Bunga Bunga. Genau, den Pool werde ich dann wohl nächstes Mal pflanzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt dran, wenn ihr spielen möchtet, ihr findet den Link wie immer in der Videobeschreibung oder in der Anmerkung. Und ich wünsche euch, ich schicke sonnige Grüße zu euch nach Hause und wir sehen uns beim nächsten My Sunny Resort Let's Play. Tschüss, eure Miri.